Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Heute geht es um Steuern. Wie soll es auch anders sein? Und zwar ist das ja, ich würde mal sagen, der zweite Stream in einer Trilogie. Wir haben das letzte Mal, ihr müsst es nicht gesehen haben, um heute auch nett dabei sein zu können. Letztes Mal haben wir quasi darüber gesprochen, wie man so seine Buchhaltung abschließt. Also wie wird aus der Buchhaltung die Einnahmenüberschussrechnung, welche Möglichkeiten hat man da noch mit Abschreibungen und Investitionen so ein bisschen zu spielen und so weiter. Und heute steigen wir ein in das ganze Thema Steuererklärung. Was muss man eigentlich als Selbstständiger genau machen an Steuererklärung? Das Ganze zeige ich anhand von Elster Online. Einfach nur, weil Elster Online kostenlos ist, weil man mit Elster Online das meiste machen kann und weil, ich würde mal sagen, wenn man es bei Elster Online verstanden hat, dann hat man es überall verstanden, weil jede andere Software ist einfacher als Elster Online. Und weil Elster Online, das Online-Portal des Finanzamtes, baut halt alles mehr oder weniger so ein bisschen auf der Logik von Elster Online auf. Das ist so grob der Plan für heute. Wir haben jetzt quasi eine fertige Einnahmenüberschussrechnung und die ist die Basis für die Steuererklärung für Selbstständige. Und um die Steuererklärung zu machen, gehen wir auf elster.de. Elster steht, das habe ich letztes Mal schon verraten, ich weiß, super Insider, steht nicht für ein Vogel, sondern steht für elektronische Steuererklärung. Das ist die Abkürzung. Ihr habt da unterschiedliche Möglichkeiten, euch einzuloggen. Inzwischen geht das, glaube ich, auch irgendwo per App oder sowas. Das muss ich mal ausprobieren. Die Funktion habe ich ehrlicherweise noch nicht. Ich habe inzwischen einen Personalausweis, der auch so eine Funktion hat. Das ist eigentlich auch in der Theorie ganz gut. Was ich aber immer noch, das muss ich alles nochmal ausprobieren, was ich im Augenblick aktiv immer noch nutze, ist die Zertifikatsdatei. Wichtiger Hinweis an der Stelle, ihr könnt eigentlich fast egal, was für ein Elster Online-Account ihr benutzt. Das heißt, wenn ihr als Angestellter, also gerade für die Nebenberuflichen, haben ja ein paar Leute geschrieben, sie sind nebenberuflich selbstständig, nebenberufliche Selbstständige, legt euch einen Elster Online-Account zu, wenn ihr schon einen habt für euer Anstellungsverhältnis, weil ihr darüber Steuererklärung schon mal gemacht habt, weil ihr Steuerklassenwechsel beantragt habt, was auch immer ihr damit gemacht habt, dann könnt ihr exakt den gleichen Account benutzen. Das heißt, ihr braucht keinen eigenen Elster-Account für eure Selbstständigkeit. Es ist eigentlich vollkommen irrelevant, welchen ihr benutzt. Ich benutze tatsächlich auch immer den von meiner Frau. Ich benutze für meine Selbstständigkeit immer den von meiner Frau, weil bei Elster Online, das ist quasi so das euer Online-Login. Und wenn ihr da eine Online-Login-Möglichkeit habt, dann könnt ihr es ja abschicken. Wir haben tatsächlich auch einen über unsere Kanzlei und da schicken wir auch manchmal Sachen ab für unsere Mandanten. Das heißt, da haben wir schon bestimmt für 150 unterschiedliche Steuernummern über einen einzigen Elster-Account Dinge abgeschickt. Abgesehen davon, dass natürlich unser Elster-Account auch bei der Software hinterlegt ist mit Authentifizierung und so weiter. Genau, aber da braucht ihr einmal einen Account für. Das geht leider nicht so super schnell. Das heißt, wenn ihr den heute nicht habt, dann könnt ihr das nicht so ganz schnell nachmachen. Weil typischer, klassischerweise ist das tatsächlich so, dass ihr erstmal ein Benutzerkonto erstellen müsst. Und quasi, um euch zu authentifizieren, kriegt ihr tatsächlich erstmal einen Brief nach Hause geschickt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf Benutzerkonto erstellen klickt, dann dauert das ein paar Tage, bis ihr einen Brief bekommt. Dann müsst ihr hier nochmal, also in dem Brief steht dann so ein Code und den müsst ihr einmal eingeben und damit habt ihr quasi so eine Zertifikatsdatei, die ihr braucht, um euch einzuloggen. Und damit könnt ihr dann erst eine Steuererklärung machen. Weil wenn ihr ein Benutzerkonto erstellt und das quasi noch nicht authentifiziert habt, dann könnt ihr euch zwar einloggen, ihr seht aber in eurem Account nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das ist ein bisschen doof, weil den gebt ihr halt bei eurer Anmeldung der Selbstständigkeit an und nicht für die Steuererklärung. Das heißt, ihr könnt noch keine Steuererklärung machen. Das heißt, wenn ihr mit Elster Online das Ganze machen wollt und nicht zu spät sein wollt, dann solltet ihr heute ein Benutzerkonto erstellen. Oder ich glaube tatsächlich, dieses Elster Secure, das funktioniert, glaube ich, auch genau per App. Und da müsst ihr euch, glaube ich, nicht über Tage anmelden. Das habe ich selber noch nie gemacht. Das teste ich die Woche mal aus. Das ist jetzt vielleicht jetzt gerade noch nicht das Richtige. Vielleicht hat da einer eine Erfahrung und kann das mal in den Chat schreiben. Ich glaube tatsächlich, Elster Secure kann man sich so digital anmelden, wie man es auch gewohnt ist. Nicht mit Brief und so, sondern ich glaube, da kann man sich tatsächlich registrieren und ist dann quasi sofort auch drin. Und damit betretet ihr quasi die heiligen Hallen von Elster Online. Und das sieht dann so aus. Traumhaft. Und ihr findet, also Aufbau, hier findet ihr eine ganze Menge Kram. Wichtig und entscheidend ist Formulare und Leistungen. Hier auf der linken Seite. Dann alle Formulare. Und genau da ist das Problem, wenn ihr euch nämlich nicht richtig angemeldet habt, sondern einfach nur mit E-Mail-Adresse und Passwort, dann seht ihr hier genau nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und sonst nichts.
Und das ist ein bisschen doof, weil wir wollen ja heute Steuererklärungen machen. Und damit kommen wir zum ersten wichtigen inhaltlichen Unterscheidungsmerkmal. Ihr müsst als Selbstständige, wichtigste Frage natürlich, welche Steuererklärungen müsst ihr denn eigentlich abgeben? Ihr alle Selbstständigen müsst, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das heißt hier Einkommensteuer, das müsst ihr bitte einmal machen. Was ihr auch machen müsst, ihr Selbstständige, alle, auch unabhängig übrigens davon, ob ihr Kleinunternehmerregelungen in Anspruch genommen habt oder nicht, eine Umsatzsteuererklärung machen. Das heißt hier eine Umsatzsteuererklärung. Die Kleinunternehmen von euch, also diejenigen, die die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz gewählt haben und die keine Umsatzsteuer ausweisen, die müssen für das Jahr 2023 ein letztes Mal eine Umsatzsteuererklärung machen. Danach ist dann aber damit vorbei. Das wurde abgeschafft Anfang des Jahres im März mit dem Wachstumschancengesetz, wurde die Steuererklärungspflicht für Kleinunternehmen abgeschafft, aber das also bezieht sich nur auf die Umsatzsteuererklärung. Das heißt, ihr macht tatsächlich die Umsatzsteuererklärung als Kleinunternehmen für das Jahr 2023 das letzte Mal. Und wenn ihr in diesem Jahr Kleinunternehmer seid, dann müsst ihr tatsächlich keine Umsatzsteuererklärung mehr abgeben im nächsten Jahr. In diesem Jahr noch ein letztes Mal. Gucken wir uns nachher zusammen an. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, in Deutschland selbstständig zu sein. Und zwar seid ihr entweder freiberuflich tätig oder gewerblich tätig. Das habt ihr ganz am Anfang, als ihr euch beim Finanzamt registriert habt und quasi eure steuerliche Anmeldung gemacht habt mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, habt ihr eure Selbstständigkeit angemeldet als Freiberufler oder als Gewerbetreibender. Wer davon noch nie gehört hat, gibt es ein Video hier auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne angucken. Aber vor allen Dingen habt ihr euch irgendwann einmal angemeldet. Und auch da ist es vollkommen egal, ob hauptberuflich oder nebenberuflich übrigens. Und diejenigen, die sich als Freiberufler angemeldet haben, die sind damit auch durch. Die machen eine Einkommensteuererklärung und eine Umsatzsteuererklärung. Diejenigen, die gewerbetreibend sind, die müssen noch eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Und mein Vorschlag wäre, die gucken wir uns einfach alle mal systematisch nacheinander gemeinsam an. Wir fangen an mit der Steuererklärung. Also ich würde sagen, genau in der Reihenfolge machen wir es. Weil das Einkommensteuer müsst ihr alle machen. Da könnt ihr euch nicht auch von befreien. Umsatzsteuererklärung müsst ihr auch alle machen. Das ist aber so ein kleines bisschen einfacher für die kleinen Unternehmen zum Beispiel von unter euch. Und als letztes machen wir die Gewerbesteuer. Das wäre so meine Agenda für heute Abend. Da gehen wir einfach mal Stück für Stück gemeinsam durch. Wir fangen an. Kapitel 1. Einkommensteuererklärung für Selbstständige. Und zwar, Einkommensteuererklärung brauchen wir zwei Dinge. Und zwar die Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige, EST 1a. Unbeschränkt heißt, ihr habt einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Das heißt, wenn ihr in Deutschland wohnt, dann seid ihr unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland und dann macht ihr das hier. Was ihr auch macht, ist die Anlage EUR. Und jetzt vielleicht ein bisschen zur Erläuterung einmal, warum eigentlich ist das an zwei unterschiedlichen Stellen? Weil die Anlage EUR bezieht sich auf euer Unternehmen und die Einkommensteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht bezieht sich auf euch, das heißt den Wohnsitz. Die meisten von euch, so kenne ich euch zumindest, habt euer Unternehmen da angemeldet, wo ihr wohnt. Das heißt, ihr habt quasi nur einen Sitz, einen Wohnsitz und einen Firmensitz quasi. Und dann ist das auch eigentlich vollkommen irrelevant. Wenn ihr aber woanders euer Unternehmen habt, als ihr wohnt, dann ist unter Umständen ein anderes Finanzamt für euer Betriebssitz zuständig als für den Wohnsitz. Und dann schickt ihr tatsächlich alles, was zum Unternehmen gehört, zum Betriebssitzfinanzamt, dann habt ihr da in der Regel auch eine andere Steuernummer, und alles, was quasi privat zu euch gehört, an das Wohnsitzfinanzamt. Und alles, was betrieblich ist, ist einmal die Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer und die Anlage EUR. Das heißt, dann macht ihr insgesamt eine Einkommensteuererklärung, aber schickt die Anlage EUR an ein anderes Finanzamt. Und das ist der Grund, warum das an zwei unterschiedlichen Stellen ist, weil das unter Umständen, wenn Wohnsitz, Betriebssitz an unterschiedlichen Orten ist, an zwei unterschiedliche Finanzämter geschickt werden muss. Wir gehen als erstes deswegen, weil das ist das Fundament für die meisten Selbstständigen, auf die Gewinnermittlung. Die Anlage EUR, da wollen wir heute gar nicht so viel Zeit verbrauchen, weil wir das ehrlicherweise letztes Mal, indem wir dieses Dokument hier erstellt haben, eigentlich schon fast vollständig gemacht haben. Und zwar klicken wir einmal drauf, Einnahmenüberschussrechnung, Anlage EUR, wir wählen das Jahr aus, 2023 wollen wir gerade machen. Und dann kommen wir zur Datenübernahme. Datenübernahme heißt, du kannst quasi das Vorjahr kopieren.
Das ist ganz simpel Datenübernahme. Das heißt hier, Sie können Angaben aus einer früheren Abgabe in Ihr neues Formular übernehmen. Das heißt, wenn ihr letztes Jahr schon die Anlage EUR in Elster Online gemacht habt, könnt ihr hier einfach auf Daten übernehmen klicken. Kann ich nicht, weil ich habe letztes Jahr in diesem Account noch keine Anlage EUR abgeschickt. Hat den großen Vorteil, weil ihr werdet immer noch genauso heißen wie im letzten Jahr. Die Adresse ist vielleicht noch die gleiche, die Steuernummer ist noch die gleiche und so weiter. Das heißt, ihr könnt einfach viele Dinge einfach übernehmen. Wenn ihr das nicht habt, klickt ihr einfach auf ohne Datenübernahme fortfahren. Dann habt ihr viele Anlagen. Anlage EUR und die Anlage zur Anlage EUR, zum Beispiel die AV EUR. Die braucht ihr zum Beispiel. Und zwar immer dann, wenn das bei euch so aussieht. So, hier haben wir erstmal Betriebseinnahmen und Ausgaben. Ermittlung des Gewinns, das ist auch eine wichtige Info. Dann Entnahmen und Einlagen, das braucht ihr auch in der Anlage EUR. Und dann habt ihr hier ein Anlagenverzeichnis, immaterielle Wirtschaftsgüter. Steht nichts drin, überall null, das brauchen wir nicht. Was wir aber haben, Anlagenverzeichnis, bewegliche Wirtschaftsgüter. Und dann gucken wir hier einmal drauf, haben wir hier was drinstehen? Ja, ich habe nämlich Zugänge in Höhe von 3.230 Euro und eine Abschreibung, AFA oder Auflösungsbetrag und habe auch noch einen Buchwert am Ende. Was heißt das Ganze? Ich habe Anlagevermögen. Das heißt, ich habe Dinge angeschafft, die ich über die Nutzungsdauer abschreibe. Und AVIÖR heißt Anlagevermögen Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, ihr wählt das aus und klickt dann auf Weiter und dann seht ihr dieses wunderschöne, intuitive Interface, wie übrigens jedes Elster-Formular aufgebaut ist. Das heißt, ihr seht hier oben, ihr habt jetzt erstmal die Möglichkeit, viele Dinge einzugeben und Daten zu übernehmen. Dann könnt ihr das Ganze noch einmal prüfen, dann habt ihr so eine Übersicht. Und ganz, ganz wichtig, Elster Online schickt einem ständig irgendwelche Error-Meldungen und Fehlermeldungen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und es tut mir aufrichtig leid, ich kriege ganz, ganz, ganz viele Fragen zu, was bedeutet diese Fehlermeldung und so weiter. Ich kenne nicht jede einzelne Fehlermeldung. Ich habe auch mit Elster Online nichts weiter zu tun, außer dass ich manchmal damit arbeite. Aber ihr könnt dann das Ganze nochmal prüfen und dann könnt ihr es direkt versenden. Und dann ist es quasi über euer Elster Online-Account direkt quasi beim Finanzamt. Ihr kriegt dann so ein Übertragungsprotokoll, wo dann auch direkt drinsteht, also das ist dann angekommen. Wenn ihr dieses Protokoll habt, dann ist das auch angekommen. Das heißt, ihr habt auch eine Benachrichtigung. Manchmal ist es so, dass das Finanzamt sich dann anstellt und sagt, wir haben nichts bekommen. Doch, wenn ihr dieses Übertragungsprotokoll habt, dann ist es auch angekommen. Hinweis von Koro sehe ich übrigens. Man kann übrigens auch beim Finanzamt anrufen. Die beißen nicht. Die helfen meistens gerne da auch weiter, auch bei bestimmten Anlagen und so weiter. Stimmt. Was wichtig ist, das Finanzamt darf nicht beratend tätig sein. Also man kann beim Finanzamt nicht anrufen und sagen, wie kann ich denn jetzt meine Steuerlast reduzieren und sag doch mal, kann ich das auch ansetzen oder gibt es Ärger, wenn ich einfach Kontoführungsgebühren ansetze in der und der Höhe, macht ihr denn was? Das natürlich nicht, aber gerade, man kann da wirklich anrufen, das sind Menschen und vor allen Dingen mögen die Menschen das, wenn man sie mit wie Menschen behandelt. Wir sind bei Elster Online Anlage EUR. Ihr seht oben einmal den Ablauf, den haben wir und ihr seht immer auf der linken Seite die Struktur. Das ist manchmal so ein bisschen, wenn ich das jetzt ein bisschen größer mache, sieht das ein bisschen so aus. Ehrlicherweise sieht es häufiger eher so aus und dann könnt ihr das hier mit Klick da drauf ausklappen und dann seht ihr quasi die Struktur des Formulars. Früher sind es ja so Papierformulare gewesen. Das heißt, Anlage EUR besteht aus allgemeinen Angaben, aus der Gewinnermittlung, ergänzende Angaben und zusätzliche Angaben für Einzelunternehmen. Und der Anlage AVIR, das sind dann 7 einzelne Bereiche, die ihr da reinschreibt. Jetzt in dem Fall Anlage EUR, das Jahr habt ihr ausgewählt. Ihr könnt dann hier Daten übernehmen aus eurem Profil. Wir haben ja eben vorher schon mal über Datenübernahme gesprochen. Hier geht es ganz konkret über die Datenübernahme, die ihr eingetragen habt in eurem Elster Online Profil. Das heißt, ihr habt ja hier Elster Online Account und ihr könnt einfach wie bei jedem Online Account einfach in euren Account Stammdaten quasi Informationen über euch anlegen. Name, Adresse, Steuernummer und so weiter. Und die könnt ihr quasi aus meinem Profil dann übernehmen oder aus einem anderen für eine andere Person. Wie zum Beispiel jetzt in meinem Beispiel, weil ich die ganze Zeit bei B. Neumann eingeloggt bin und ich heiße offensichtlich Melchior Neumann. Das heißt, das kann nicht mein Account sein. Das bedeutet, das ist nicht mein Account. Das heißt, ich könnte jetzt aus einem anderen Profil, weil ich für ein Elster-Login kann ich mehrere Profile anlegen. Ergibt zum Beispiel auch dann Sinn, wenn ich eine GmbH habe, dann kann ich quasi die GmbH auch über mein Elster-Online-Account machen. Dann kann ich hier die Daten übernehmen, damit ich sie nicht normal eintragen muss. Dann eure Steuernummer. Wichtig hier, das ist die Anlage EUR, da geht es um das Unternehmen. Das heißt, hier geht es um die Betriebssteuernummer, falls ihr eine separate habt. Die Steuernummer ist die, die sich so durch Slashes, durch Schrägstriche trennt. Das heißt, das ist nicht die persönliche Steuer-ID-Nummer, das ist nicht die Umsatzsteuer-ID-Nummer, das ist die
normale Steuernummer, die aber für eure betrieblichen Steuerarten gilt. Das ist auch die Steuernummer, die ihr übrigens auf eure Rechnungen schreibt, in der Regel. Bitte. Wenn ihr nicht wisst, wo die ist, dann könnt ihr das hier lesen. Und hier steht einmal in simpel, steht auf dem Finanzamt. Und das kann ich so bestätigen, eure Steuernummer steht auf eurem letzten Steuerbescheid. Ihr habt irgendwann am Anfang, wenn ihr euch angemeldet habt, mal so eine Steuernummer bekommt. Das zuständige Finanzamt wird dann automatisch ermittelt, steht dann einfach da. Wenn ihr keine habt, was eigenartig wäre, dann klickt ihr hier auf neue Steuernummer beantragen. Fällt mir gerade nicht ein, unter welchem Szenario das hier an der Stelle notwendig sein müsste. Genau, und wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr einfach auf nächste Seite. Allgemeine Angaben, das muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Wie heißt ihr? Nachname, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl. Ganz wichtig, Wirtschaftsjahr, falls Abweichung vom Kalenderjahr. Macht das niemals, bitte. Euer Wirtschaftsjahr sollte immer gleich dem Kalenderjahr sein. Große Unternehmen, mein Lieblingsbeispiel sind Fußballvereine. Fußballvereine haben ganz häufig deren Geschäftsjahr ist quasi immer vom 1.7. Bis zum 30.6., weil so die Saison halt einfach ist. Das heißt, die verschieben ihr Wirtschaftsjahr einmal um so ein halbes Jahr und haben dann halt einfach ein Wirtschaftsjahr, was der Saison entspricht. Wäre ein bisschen komisch, wenn, keine Ahnung, jeder Fußballverein zum 31.12. die Bilanzen erstellt. Solltet ihr alles nicht machen. Bei euch ist einfach Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr, bitte. Und dann füllt ihr das einfach nicht aus. Art und Tätigkeit, Art des Betriebs bzw. Tätigkeit. Hier schreibt einfach das rein, was ihr in der Gewerbe anmeldet. Auch eingeschrieben habt oder halt in der Anmeldung für eure Freiberuflichkeit. Also ich könnte hier zum Beispiel reinschreiben Produktion von Lehrvideos auf YouTube oder sowas. Das könnte ich da zum Beispiel reinschreiben, wenn ich das am Anfang irgendwann mal in meiner Anmeldung gemacht habe. Dann füllt ihr die Rechtsform aus. Ihr seht, es gibt viele Rechtsformen. Und zwar kommt für euch in Frage Angehörige der freien Berufe, wenn ihr Freiberufler seid, oder aber sonstige selbstständige tätige Personen, wenn ihr gewerbetreibend seid. Ich würde auch grundsätzlich immer raten, wenn ihr was nicht wisst, lasst es weg. Lasst es weg. Also Elster Online zeigt einem so häufig so viele Fehlermeldungen. Lasst es weg. Wenn ihr irgendwas nicht wisst, lasst es weg. Und es ist am Ende, es wird jeder, also jeder wird es kennen, der das schon so ein bisschen gemacht hat. Ab einem gewissen Grad ist es auch so ein bisschen so ein Rumprobieren und Rumklicken, bis sich Elster Online nicht mehr beschwert. Wurde im Kalenderjahr der Betrieb beendet? Das heißt, wenn ihr aufgehört habt mit eurer Selbstständigkeit, dass eure letzte Steuererklärung ist, dann sagt ihr zum Beispiel Aufgabe, also Aufgabe des Betriebs. Dann sagt ihr ja, wenn nicht, dann halt nein. Wurde im Kalenderjahr, beziehungsweise ja, im Kalenderjahr Grundstücke entnommen oder veräußert? Hoffentlich nein. Grundsätzlich solltet ihr euch große Gedanken machen, ob ihr in eurem Betriebsvermögen von eurer Selbstständigkeit Grundstücke oder generell Immobilien halten möchtet. Kann ich fast immer von abraten. Wird das den Rahmen hier vollkommen sprengen, aber macht euch darüber Gedanken. Das ist meistens eine doofe Idee. Mitwirkung der Anfertigung bei dieser Erklärung. Dann schreibt ihr hier rein, dass ihr bitte, schreibt hier mal bitte rein, Letztsteuererklärung auf dem Kanal Steuerfit für Selbstständige. Der Typ aus dem Internet. Nein, schreibt ihr das nicht rein. Was ihr hier reinschreibt oder was ihr meistens nicht reinschreibt, weil wenn ihr einen Steuerberater habt, steht hier der Steuerberater drin. aber dann müsst ihr das meistens auch nicht ausfüllen, weil entweder seid ihr Steuerberater, dann guckt ihr diesen Stream nicht, oder ihr seid kein Steuerberater und dann füllt ihr hier auch nichts aus. Deswegen nächster Bereich. Betriebseinnahmen. Hiermit sind wir in dem ersten wichtigen offiziellen Bereich. Und zwar, wir haben einmal Betriebseinnahmen, einschließlich steuerfreier Betriebseinnahmen. Das heißt, liebe Kleinunternehmer unter euch, hier füllt ihr eure Betriebseinnahmen rein. Das heißt, eure gesamten Jahresumsatz, den ihr gemacht habt als Kleinunternehmer. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher kenne ich denn jetzt diese Zahlen, die ich hier eintragen muss? Dann erinnern wir uns, wir haben in der letzten Live-Session unsere Buchhaltung gemacht, das Ganze exportiert. Wir gehen einmal entweder in das PDF, gehen hier auf die erste Seite und sehen Betriebseinnahmen als umsatzsteuerpflichtiger Kleinunternehmer. Zeile 11. Gucken. Zeile 11. 0 Euro. 0 Euro. Ist so richtig. Oh. Passt also. Betriebseinnahmen als umsatzsteuerpflichtiger, davon nicht steuerbare Umsätze. Feld 12. Feld 12 gibt es hier nicht mal, aber dann habe ich offensichtlich auch nicht Feld 12. Was sind das nächste Feld, was ich habe? Feld 14. Da muss ich was eintragen. Dann gehe ich zu Feld 14, sage
erstmal umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen ohne solche zum ermäßigten Steuersatz von 0%. Das heißt, Betriebsohne von 0%. Das sieht genauso aus. Ich wechsle nicht immer ins PDF. Ich gehe jetzt einfach auf diese Seite. Ne? Ist ein bisschen einfacher, weil ich das hier auch rauskopieren kann. Dann gehe ich hier hin, kopiere das Ganze, gehe hier rein und sage Betriebseinnahmen. Sage fertig. So, nächstes Feld. Was ist das nächste Feld, was ich habe? Betriebseinnahmen, die umsatzsteuerfrei oder nicht umsatzsteuerbar sind oder nach § 12 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz dem ermäßigten Steuersatz von 0% unterliegen oder für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz schuldet. Da habe ich auch viel Umsatz. Das sind übrigens meine AdSense-Einnahmen, auch meine echten AdSense-Einnahmen des letzten Jahres. Jetzt wisst ihr, wie viel AdSense-Umsatz dieser Kanal abwirft oder letztes Jahr abgeworfen hat. Und zwar 18.655,72 Euro. Und für AdSense-Einnahmen schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz. Nämlich YouTube in Irland, das ist ein Reverse-Charge-Umsatz und deswegen schuldet YouTube in Irland die Umsatzsteuer auf 18.000 irgendwas. Das ist Feld 15. Wir gehen weiter in Feld 15. Betriebseinnahmen. Und hier gehe ich rein und sage, ehrlicherweise, was man hier unter Bezeichnung reinschreibt, ist so ein bisschen willkürlich, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich würde hier jetzt einfach intuitiv AdSense reinschreiben. Sagt dem Finanzamt wahrscheinlich nicht so richtig viel, aber das sind meine AdSense-Einnahmen. Ich kann auch hier auch einfach Umsatz reinschreiben. Nächstes Feld, vereinnahmte Umsatzsteuer sowie Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgaben. Das ist Feld 16 und da habe ich 5.600 und so weiter. Dann gehe ich zu Feld 16, sage hier vereinnahmte Umsatzsteuer. Ja, und ungelogen, ich frage mich wirklich immer, was mache ich, was schreibe ich hier? Umsatzsteuer. Fertig. Und so weiter. Jetzt wird es ein bisschen langweilig, ehrlicherweise, wenn ich das Ganze einfach weitermache, weil der komplette Bereich 3, 4 und 5 speist sich quasi einfach nur aus diesen Zahlen aus der Buchhaltung. Überall, wo 0 ist, lasse ich einfach leer. Überall, wo was drinsteht, kopiere ich das einfach rüber in genau das Feld, was hier mir steht. Und deswegen würde ich, wenn ich ein Buchhaltungsprogramm auswähle, immer ganz extrem darauf achten, dass ich so ein Format bekomme. Das spart so unfassbar viel Zeit. Es gibt echt einige Buchhaltungsprogramme. Da ist gefühlt die einzige Auswertung, die man hat, so diese lustigen, bunten Balken. Und aus lustigen, bunten Balken kann man wirklich nicht so gut eine Anlage EWR erstellen. Man könnte hingehen und das Ganze einfach so screenshotten und dann, kann man dem Finanzamt ja mal bunte Balken schicken oder so. Oder bei, ich habe das letzte Woche auch gezeigt, so bei SafeDesk beispielsweise, wenn ich mich bei SafeDesk einlogge, dann habe ich solche Kreise. Auch nicht so richtig hilfreich. SafeDesk hat aber inzwischen auch, SafeDesk war so ein Kandidat, wo das tatsächlich in der Vergangenheit nicht schön aussah. Inzwischen ist das aber genauso. Das heißt, hier seht ihr auch die Position. Es sieht ein bisschen anders aus, aber wenn ich PDF runterladen anklicke, dann habe ich hier genau die Zeilen. Also das ist jetzt, ihr seht, es ist sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Von daher, SafeDesk funktioniert genauso gut. So, Elster Online weg, alles mal weg. So, das heißt, wir überspringen das Ganze einfach mal und wir stellen uns einfach vor, ich habe jetzt diese gesamten Zahlen einfach Copy-Paste hier alle reingeschrieben in 3, 4, 5 und so weiter. Und wir gehen in die ergänzenden Angaben. Wie kann ich eine EUR machen, wenn ich kein Programm habe? Erste Möglichkeit, du holst dir ein Programm. Unten in der Videobeschreibung findest du ein paar spannende Angebote, vor allen Dingen LexOffice und SafeDesk, das sind die beiden, die ich empfehlen kann. Da kannst du dir mit Discount tatsächlich so ein schönes Programm sichern. Musst du aber nicht. Was du auch machen kannst, ich schicke dir das einmal. Und zwar habe ich einmal ein Tutorial aufgenommen, wie du die Anlage EUR mit Visosteuer machen kannst. Auch das kostet ein bisschen. Das ist aber erheblich viel günstiger und ein bisschen einfacher. Aber du kannst es dir vor allen Dingen einfach in dem Video von mir einfach nochmal anschauen. Und zwar EUR mit Visosteuer. Das könntest du dir einfach mal anschauen. Das kostet genau 40 Euro für eine Steuererklärung. Das macht dir das Erleben nochmal ein bisschen einfacher. Was du auch machen könntest, ist, du hast eine Excel-Tabelle. Die sieht folgendermaßen aus. Und zwar
steht hier Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben. Du siehst die ganzen Felderzeilen und so weiter. Und hier könntest du hingehen und das als Vorlage nehmen und hier einfach schön Plus und Minus rechnen. Und du könntest auch, das muss ein bisschen noch angepasst werden, habe ich leider noch nicht gemacht, du könntest dir die so umbauen, dass du hier so die Monatsspalten hast. Und dann kannst du hier die jeweiligen Zahlen einfach eintragen und dann rechnet dir das alles zusammen. Wichtig, dass das sind noch die Zahlen von EUR 22. Deswegen, du hast nur den ersten Tab mit 23, aber da könntest du das theoretisch per Hand alles machen. Diese nicht schöne, aber praktische Tabelle schicke ich dir einmal in den Chat und euch allen natürlich auch. Das ist, ihr bitte dupliziert das, weil sonst sieht die ganze Welt das, was ihr da eintragt. Damit könntest du das machen. Ich möchte aber an der Stelle ausdrücklich sagen, das ist nicht GOBD-konform. Das kann man so als Kleinunternehmer mal machen, wenn das noch ganz, das Ganze relativ übersichtlich ist. Dann könnt ihr damit eure EUR zusammenbasteln. Aber GOBD, ich kann das nie aus dem Kopf, was das heißt. Ich google euch es einmal und dann könnt ihr euch das merken. Denn nächstes Mal, wenn ich euch frage, dann sagt ihr mir einfach, wofür GOBD steht. GOBD steht nämlich für Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie Datenzugriff. Das ist so ein bisschen die Spielregeln, wie Buchhaltung in Deutschland so funktioniert hat. Und Excel und Spreadsheet ist nicht GOBD-konform. Das heißt, ihr solltet euch ein GOBD-konformes Buchhaltungsprogramm suchen und das ist zum Beispiel LexOffice oder Safdesk. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, einmal, zweimal, dreimal mit Excel zusammengebastelt, gerade wenn ihr gerade vielleicht anfangt oder so, dann kann man, das geht dann schon. Ihr könnt natürlich auch, und da ergibt das Ganze schon Sinn, weil ich schreibe hier jetzt ja AdSense und schreibe einen Betrag rein, was schon gehen würde. Ich könnte jetzt hier beispielsweise, nur hypothetisch, so weißt du, ich könnte jetzt hier zum Beispiel, wenn ich einzelne Belege habe, und bei AdSense sind es ja wirklich Monatsbeträge, ich könnte jetzt da hingehen und wirklich jede, also ich könnte jetzt die einzelnen Belege tatsächlich hier einfach reinpacken. Das wäre vollkommen in Ordnung. Also ich könnte jetzt ja AdSense 2 und so weiter. Und da ergibt das Ganze dann schon Sinn, dass man das dann so mehrere Zeilen hat. Dadurch, dass ich quasi nur Jahressummen übertrage und die eigentliche Buchhaltung, Buchhaltungsprogramm habe, ist das ehrlicherweise so ein bisschen witzlos, das so zu machen. Man kann hier auch einfach einzelne Belege reintippen. So, das geht schon auch. Wir haben ja jetzt die Annahme, dass wir diese ganzen Zahlen hier eingetragen haben und haben damit quasi unseren Gewinn ermittelt. Das heißt, hier unten steht jetzt hoffentlich ziemlich genau das hier. 33.985,17 Euro. Das ist das, was Elster Online uns jetzt hier natürlich reingeschrieben hat. Wir gehen auf ergänzende Angaben. Und zwar sechstens, Rücklagen und stille Reserven. Hier können wir uns nochmal durchlesen, was ist denn das eigentlich? Und ich würde mal sagen, das besprechen wir auch nicht so im Detail. Es gibt so ein paar Sachen, das wird ein bisschen, sprengt hier den Rahmen. Ich habe dazu auch ehrlicherweise noch kein Video gemacht. Das ist so, fragt gerne ElsterGPT. ElsterGPT kann euch sagen, was das ist. Das sind so spezielle Sachen. Das sind aber, es sind seltene Dinge. Das heißt, das füllt ihr in der Regel eigentlich eher nicht aus. Was die meisten von euch eher ausfüllen, ist der nächste Bereich. Und zwar zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen. Und zwar müsst ihr hier nochmal Dinge ausfüllen, die heißen Entnahme einschließlich Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen. Und Einlagen einschließlich Sach-, Leistungs- und Nutzungseinlagen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich? Weil wir haben hier ja schon unseren Gewinn ermittelt. Einen steuerpflichtigen Gewinn. Das heißt, die Basis für die Steuer ist ja eigentlich schon gelegt. Aber der Gesetzgeber möchte noch einmal Informationen darüber haben, was wir an Wert aus unserem Unternehmen entnommen haben und was wir eingelegt haben. Wenn ihr ein Buchhaltungsprogramm benutzt habt, wie LexOffice oder Safdesk, dann habt ihr diese Zahlen hier auch einfach stehen. Also in dem Fall steht hier 24.000 Euro. Ich habe eine Privatentnahme von 24.000 Euro im Jahr 2023 gehabt. Kann hier Privatentnahme einfach sagen, machen Haken dran. Problem gelöst. Das heißt, ihr müsst einmal ermitteln, was habt ihr euch insgesamt in dem gesamten Jahr, in dem Fall 2023, entnommen als Kohle. Was habt ihr vom Geschäftskonto auf Privatkonto überwiesen? Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahme ist zum Beispiel, in welchem Wert habt ihr Firmenequipment in dem Jahr genommen?
ganz, ganz häufiges Beispiel ist halt einfach die private Nutzung des Firmen-Kfz. Da habt ihr ja auch irgendwie einen Wert ermittelt, und zwar mit dem Fahrtenbuch oder der 1%-Methode, und habt da ja auch irgendwas in der Buchhaltung angegeben. Und das schreibt ihr auch noch rein. Zum Beispiel, keine Ahnung, Kfz-Nutzung schreibt ihr hier noch rein und schreibt dann beispielsweise 8.000 Euro rein, Entnahme. Verändert die Steuerlast nicht im geringsten, gar nicht. Das ist für die Steuerbelastung vollkommen irrelevant. Und das Gleiche gilt für Einlagen. Es kann ja sein, dass ihr auch irgendwann mal Geld aufs Konto überwiesen habt. Jetzt kommt mit Sicherheit die Frage, was um Himmels Willen mache ich denn, wenn ich gar kein Geschäftskonto habe? Dann ist jeder Umsatz, also jeder Geldeingang auf eurem Konto eine Privatentnahme. Weil sobald ein Kunde überwiesen hat auf euer Privatkonto, ist das ja dann quasi eine Privatentnahme. Weil es ist ja anschließend, die Rechnung war betrieblich, und sobald das Geld auf eurem Konto angekommen ist, war es eine Privatentnahme. Dann geht ihr hin, guckt euch die Einnahmenüberschussrechnung an, sagt Betriebseinnahmen, guckt, okay, das Geld ist gekommen, das, dann ist die Privatentnahme dieser Betrag. Aber mit jeder Rechnung, die ihr bezahlt von eurem Privatkonto, ist ja jeder Geldausgang auch wieder eine Privateinlage. Und dann nehmt ihr diesen Betrag, guckt, sind das alles Zahlen, die ihr gezahlt habt? Ja, dann ist das die Privateinlage, und dann schreibt ihr das hier rein, unten jeweils. That's it. Und damit gehen wir zur nächsten Anlage, und zwar der Anlage AVEUR. Darauf möchte ich jetzt nicht so tief eingehen, weil ich auch so ein bisschen Sorge habe, dass wir heute überhaupt nicht mehr irgendwie zum Punkt kommen. Und zwar Anlage AVEUR. Hier sehen wir, gucken wir uns einmal das Grundstück an, die Grundstruktur an. Und zwar erstens Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte. Wenn ihr das habt, irgendwelche Grundstücke in eurem Betriebsvermögen, dann schreibt das hier rein. Wichtig, private Grundstücke nicht, hier geht es halt nur um eure Selbstständigkeit. Häusliches Arbeitszimmer, Anteil am Grund und Boden. Ganz wichtiger Hinweis, macht das nicht. Habt kein Arbeitszimmer, wenn ihr ein Eigenheim habt. Und zwar müsst ihr dafür bitte ein YouTube-Video suchen. Steuerfalle Eigenheim. Schaut bitte unbedingt dieses Video an, bevor ihr in einem Eigenheim euch ein festes Arbeitszimmer einrichtet. Macht das nicht. Wirklich nicht. Tut das nicht. Für euch unattraktiv. Also guckt das Video an. Wenn ihr das schon gemacht habt, dann versucht es zu retten. schreibt mir gerne einen Kommentar unter dem verlinkten Video. Also ich weiß, dass viele gemacht haben, einfach weil es am Anfang Sinn ergibt und erst beim Verkauf oder Entnahme der Immobilie oder Vererben oder so weiter dann keinen Sinn mehr ergibt. Wayne Anonymous schreibt, also ist quasi jede Betriebsausgabe eine Privateinlage. Ja, wenn du nur ein Privatkonto hast, ja. Und jede Betriebseinnahme eine Privatentnahme. Muss ich das buchhalterisch vermerken? Nee, das ist jetzt in dem Fall auch, das ist so ein bisschen nur Statistik. Das hat keinerlei Auswirkungen auf deine Steuern. Was ich dir raten kann, ist, hol dir ein Geschäftskonto. Ey, es gibt so viele kostenlose Online-Banking-Bankkonten. Nimm dir ein separates Bankkonto. Es ist auch, ey, ich bin bei Contest Mitgründer gewesen, nimm gern Contest. Contest gibt's kostenlos, es gibt auch N26 kostenlose Konten. Es gibt Finum relativ günstig, kostenlos, glaube ich, auch und so. Nimm dir einfach irgend so ein Online-Bankkonto, so ein Wegwerf-Online-Bankkonto und nimm das als Geschäftskonto. Es gibt eigentlich keinen Grund, nur ein Bankkonto zu haben. Immaterielle Wirtschaftsgüter. Das heißt, wenn ihr immaterielle Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen habt, müsst ihr das Ganze hier reinschreiben und ihr seht immer, der Aufbau ist immer gleich. Das heißt, ihr beschreibt einmal, was habt ihr da eigentlich drin? Anschaffungskosten, Herstellungseinlagewert. Hier würdest du zum Beispiel jetzt den Schreibtisch mit dem Zeitwert irgendwie reinschreiben. Buchwert zu Beginn des Gewinnermittlungszeitraums, also am Anfang des Jahres, 1. Januar 2023. Zugänge, falls da irgendwas an Zugang war, beispielsweise ihr habt euch letztes Jahr das neue iPhone gekauft, dann habt ihr hier erstmal am Anfang 0 gehabt und dann habt ihr Zugang, das, keine Ahnung, 1.400 Euro gekostet, dann habt ihr die 1.400 Euro schon ein bisschen abgeschrieben, beispielsweise 200 Euro abgeschrieben, Abgänge hattet ihr gar keine und dann schreibt ihr hier iPhone, keine Ahnung, was war letztes Jahr, 15, oder? So, irgendwie sowas.
Da könntet ihr zum Beispiel reinschreiben, ihr habt letztes Jahr iPhone 14, 15 Pro, 1400 Euro, aber 200 Euro direkt abgeschrieben und so weiter. Das müsst ihr natürlich vorher vernünftig berechnen. Oder ihr habt ein Buchhaltungsprogramm und da steht das Ganze hier unten auch drin. Also ihr schreibt ja hier andere, schreibt ihr hier jetzt Zugänge, AFA-Ablösungen und so weiter. Ihr müsst nicht jedes einzelne Wirtschaftsgut hier bei Elster Online reinticken. Und übrigens hier auch für immaterielle Wirtschaftsgüter, iPhone 15 Pro ist sowieso falsch. Das schreibt ihr natürlich bei bewegliche Wirtschaftsgüter ohne GWG rein, weil das ist ein iPhone 15 Pro, ist ein bewegliches Wirtschaftsgut ohne GWG. Dann habt ihr noch Sammelposten. Zu den einzelnen Themen findet ihr ehrlicherweise auch Videos auf dem YouTube-Kanal. Das ist so ein bisschen, sorry, wenn ich euch jetzt ein paar Mal einfach nur auf andere Videos verweise. Finanzanlagen, solltet ihr euch dringend auch Gedanken machen, ob ihr Finanzanlagen im Betriebsvermögen halten wollt oder nicht vielleicht lieber privat. Ergibt häufiger eher Sinn. Und Umlaufvermögen. Das ist jetzt ehrlicherweise, würde ich an der Stelle einfach sein lassen, oder nicht, das würde ich jetzt hier sagen, okay, wenn ihr das alles ausgefüllt habt, wenn ihr ein Buchhaltungsprogramm habt, dringende Empfehlung von mir. Und meine Empfehlung ist, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich selbst mache meine Buchhaltung mit LexOffice, ich bin happy damit. Andere Menschen sind happy mit Accountable beispielsweise, finde ich auch sehr cool. Safdesk kann auch was, aber auch Wieso mein Büro ist auch echt ganz cool. Orgamax kann, glaube ich, was. Es gibt auch viele gute. Es gibt auch viel Müllsoftware. Ich mache mir Ende des Jahres mal, also ich mache bis Ende des Jahres mache ich mal so einen umfangreichen Test und so eine Übersicht über Buchhaltungsprogramme, die man nehmen kann und welche, die man vielleicht eher nicht nehmen sollte. Aber grundsätzlich solltet ihr darauf achten, dass sie GOBD-konform ist und dass ihr bitte so eine Auswertung habt, weil sonst kriegt ihr viele graue Haare. So, und wenn ihr das gemacht habt, alles, dann geht ihr hier unten auf alles prüfen. Dann kriegt ihr wahrscheinlich erstmal viele, viele Fehlermeldungen, so wie ich. Dann arbeitet ihr diese Fehlermeldungen Stück für Stück alle ab, fixt die, könnt dann noch einmal auf Prüfen gehen und dann klickt ihr auf Absenden. Und was ihr dann gemacht habt, ihr habt die Anlage EUR fertig. Das war's. Dann habt ihr die Anlage EUR fertig. That's it. Das ist noch nicht so richtig viel, muss ich sagen. Das ist auch ein bisschen traurig eigentlich, dass wir erst so weit sind. Jetzt gehen wir. Wir haben ja gesagt, erst die Einkommensteuererklärung. Wir gehen in die Einkommensteuererklärung. Und zwar Einkommensteuererklärung unbeschränkt Steuerpflichtige. Das heißt, wenn ihr eine Wohnung habt, wohnt in Deutschland, dann seid ihr unbeschränkt steuerpflichtig und dann füllt ihr diese EST 1a aus. Ihr wählt das Jahr aus, in dem Fall 23. Datenübernahme, haben wir schon mal drüber gesprochen, machen wir hier. Jetzt steuerpflichtige Person. Ich heiße Melchior Neumann, kann jetzt mit Anlagenassistent fortfahren. Dann werde ich hier 1000 Fragen gestellt. Möchten Sie Angaben zu Kindern machen? Haben Sie 2023 Beiträge in den Riester-Vertrag eingezahlt und so weiter? Das heißt, ich kriege so Fragen, die ich mit Ja, Nein beantworte. Sind, glaube ich, 3 Seiten oder 4 Seiten oder so, mit Ja, Nein fragen. Und dann wählt er quasi die für mich richtigen Anlagen aus. Möchte ich an der Stelle nicht machen, weil ich möchte jetzt nicht die gesamte Einkommensteuererklärung durchsprechen, weil dann sitzen wir morgen noch hier, sondern ich klicke hier einmal auf Ohne Anlagenassistent fortfahren und dann kann ich hier einfach selber die Anlagen auswählen, die ich jetzt mit euch besprechen möchte. Und zwar, was wir alle ausfüllen müssen, ist der Hauptvordruck. Der Hauptvordruck ist so, früher so Mantelbogen, das war so das, was so die ganzen Anlagen so ummantelt hat. Ich fühle mich richtig alt, aber früher hat man das halt in Papier gemacht. Das heißt, das müssen wir, da steht halt so drin, wer bist du, wie heißt du, was machst du und so. Das brauchen wir. Und was ihr alle auch unbedingt habt, ist Anlagevorsorgeaufwand. Vorsorgeaufwendungen, also Rente, Krankheit und so weiter, könnt ihr von der Steuer absetzen. Und da es in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht gibt, habt ihr auf jeden Fall Vorsorgeaufwendungen, die ihr von der Steuer absetzen könnt. Weil, außer ihr habt keine Krankenversicherung, dann habt ihr aber ein anderes Problem. Das heißt, das beides habt ihr quasi immer und das andere habt ihr, wenn ihr es habt. Was wir uns anschauen, ist Selbstständige und Unternehmer. Das heißt, welche Anlagen neben der Anlage EUR und AVER müssen eigentlich Selbstständige ausfüllen? Das ist zum Beispiel die Anlage G für Gewerbebetrieb. Das heißt, alle Gewerbetreibende unter euch wählen die Anlage G aus. Die Anlage S steht für Anlage Freiberuflichkeit.
Das ergibt keinen Sinn, ist es aber trotzdem. Anlage aus, für selbstständige Arbeit, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Selbstständige Arbeit steht im Einkommensteuergesetz so, ist Synonym für Freiberufler. Das heißt, S steht für Freiberuflichkeit, wie es halt so ist. Das heißt, auch nach dem Einkommensteuergesetz sind Gewerbetreibende gewerbetreibend und nicht selbstständig. Selbstständig sind Freiberufler. Dann gibt es Anlage L für Land- und Forstwirtschaft. Das würde ich heute gerne einfach ignorieren. Dann gibt es noch die Anlage Corona-Hilfen. Das heißt, wenn ihr Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbare Zuschüsse beantragt habt und das jetzt unter Umständen zurückzahlen musstet oder zurückgezahlt habt, im letzten Jahr, wichtig, 2023, dann setzt ihr hier noch einen Haken. Ich wünsche es euch nicht, weil das ist Kopfschmerz ohne Ende. Das ist wirklich Kopfschmerz. Und Anlage Zinsschranke, das heißt Angaben zu Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen. Paragraph 4h Einkommensteuergesetz. Hab auch dezent den Eindruck, dass das eher eine Ausnahme ist. Das heißt, wir merken uns, ihr müsst als Selbstständige in eurer Einkommensteuererklärung vor allem abgeben, den Hauptvordruck, Anlagevorsorgeaufwand, die Anlage EÖR, die Anlage AVEÖR, die Anlage G, wenn ihr Gewerbebetrieb habt, oder die Anlage S, wenn ihr Freiberufler seid. So, haben wir es ausgewählt. Ihr könnt natürlich auch noch viele andere, wenn ihr Kinder habt und außergewöhnliche Belastungen und wenn ihr für die nebenberuflichen Selbstständigen Anlage N für nicht selbstständige Arbeit, das heißt angestellt, Job halt einfach, Anlage N für Job, dann wählt ihr die Anlage N. Kap für Kapitalvermögen, V für Vermietung und Verpachtung, SO für eure Bitcoin-Spekulationsgewinne, also sonstige Einkünfte. Ihr geht erstmal auch weiter, keine Bescheinigung abrufen. Ihr könnt jetzt hier Informationen abrufen. Das heißt, es sind Informationen schon beim Finanzamt. Das heißt, ihr müsst für die Einkommensteuererklärung nicht zwingend alles selber ausfüllen, weil es gibt verschiedene Institutionen, die quasi schon Informationen einfach an das Finanzamt übermitteln. Zum Beispiel euer Arbeitgeber. Das heißt, eure Lohnabzugsgeschichten, da kriegt ihr immer so einen Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerjahresbescheinigung, ist schon lange an das Finanzamt gegangen. Das heißt, das Finanzamt hat diese Informationen schon. Die Krankenversicherung hat eure Beiträge schon an das Finanzamt übermittelt und so weiter. Und das könnt ihr jetzt abrufen und dann ist das quasi vorausgefüllt. Und das macht das auch ganz erheblich einfacher, weil ihr damit viele Dinge einfach nicht mehr per Hand hier eintragen müsst. Ihr müsst jetzt nicht euer Kontoauszug durchsuchen, wie viel ihr in die Krankenkasse gezahlt habt oder eure Belege, den Nachweis, Beitragsbescheid von der Krankenversicherung aussuchen und so weiter. Das wird einfach automatisch ausgefüllt. Das ist jetzt nicht so Kern von heute, dass wir uns das mal anschauen, aber das einfach nur zur Info, das Ganze ist möglich. Wir sehen gleichen Aufbau wie immer. Wir sehen oben eingeben, prüfen, versenden. Wir sehen hier den Hauptvordruck, Anlage G, Anlage S, Anlage Vorsorgeaufwand. Was ich hier an der Stelle überspringen und ignorieren möchte, ist den Hauptvordruck und der Anlage Vorsorgeaufwand. Wir wollen uns vor allem das anschauen, was für Selbstständige relevant ist. Und das ist jetzt erstmal Anlage G für alle Gewerbetreibenden unter euch. Einkünfte aus Gewerbebetrieb für die steuerpflichtige Person, den Ehemann oder Person A. Diese Anlage G ist relativ übersichtlich. Wir sehen, es gibt vier Teilbereiche. Und zwar einmal tragen wir den Gewinn als Einzelunternehmer ein. Den haben wir zufälligerweise schon ermittelt. Und zwar im Rahmen unserer Buchhaltung Ermittlung des Gewinns, vorläufiger steuerpflichtiger Gewinnverlust. Hier ist dieser Betrag, den wir hier einfach reinschreiben. 33.985,17 €. Das heißt, hier schreibe ich rein, volle Geldbeträge. Ihr versteht es schon. Hier schreibt ihr euren Gewinn rein. Wenn es ein Verlust ist, schreibt ihr hier einfach ein Minus davor. Und dann schreibt ihr hier zum Beispiel, ich bin Videoproduzent. Und dann sage ich, so, das habe ich einen fetten Verlust gemacht. Dann gibt es unter Umständen weitere Betriebe, also für die sehr umtriebigen unter euch, die dann hier einfach noch weitere Gewerbebetriebe haben. Gewinn laut gesonderter Feststellung. Das ist immer dann, wenn ihr, habe ich vorhin erzählt bei der Anlage EÖR, wenn eine andere Gemeinde für eure Betriebssteuern zuständig ist, dann gebt ihr ja die Anlage EÖR in einer anderen Gemeinde ab und von dieser Gemeinde bekommt ihr dann eine gesonderte Feststellung, also Gewinn laut, bekommt ihr eine gesonderte Feststellung eures Gewinnes und diese Feststellung tragt ihr dann ein in eurer privaten Steuererklärung und diese private Steuererklärung beinhaltet diese Anlage G. Das heißt, wenn ihr in einer anderen Gemeinde anderes Finanzamt für euren Betriebssitz habt, dann schreibt ihr hier oben einfach nichts rein, dann nehmt ihr das hier raus, sondern schreibt das Ganze einfach hier rein.
Gewinn als Mitunternehmer, da gilt denn das, wenn du zum Beispiel an der GbR beteiligt seid, keine Ahnung, ihr macht 75.000 Euro Gewinn, ihr seid aber drei GbR-Gesellschafter, dann teilt ihr 75.000 durch eure Beteiligung, bei einer GbR meistens Köpfe, also durch drei, 25.000 Euro. Da kriegt ihr natürlich auch einen Bescheid. Ihr kriegt einen Bescheid über gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen. Und in diesem Bescheid, den dann der die GbR bekommt, steht dann drin, wie viel Gewinn dir zugewiesen ist. Und das schreibst du dann hier rein. Welche Gesellschaft? Die ABC GbR. Dann schreibst du hier rein, welches Finanzamt, in welchem Bundesland, welche Steuernummer die GbR hat. Das Finanzamt wird automatisch ausgefüllt und schreibst du hier 25.000 rein. Beispielsweise. Dann noch auch ein ganz interessantes Ding, Gewinn als Mitunternehmer in Fällen von geringer Bedeutung. Das heißt, wenn du eine GbR hast mit deinem Ehepartner und ihr zusammen sowieso eine zusammen veranlagte Steuererklärung macht, dann ergibt es ja keinen Sinn, für die GbR eine separate Steuererklärung abzugeben, ein Finanzamt zu beschäftigen, was dann feststellt, aus dem 20.000 Euro Gewinn teilt man durch zwei 10.000 Euro jeweils und dann packt ihr die beiden 10.000 Euro wieder zusammen in eure Steuererklärung. Das kann man sich ja einfach sparen, wenn das eh alles am Ende in einer Steuererklärung landet. Deswegen ist das eine Mitunternehmerschaft von geringer Bedeutung. Das heißt, wenn du mit deinem Ehepartner, mit dem du eine zusammen veranlagte Steuererklärung machst, eine gemeinsame GbR hast, dann schreibst du das einfach hier rein und dann müsst ihr keine separate Steuererklärung über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen abgeben. Das ist eher Ausnahme. Ich möchte an der Stelle auch sagen, wir haben für Anlage G, für Anlage S, für Anlage ÜER, für Gewerbesteuererklärung, für Umsatzsteuererklärung gibt es einzelne Videos. Also wenn ich euch gerade langweile und nerve, dann könnt ihr einfach auf den YouTube-Kanal gehen und dieses Video in geschnitten, in Hochglanz poliert, 4K-Optik einfach anschauen. Das jetzt ist halt ein bisschen interaktiver. So, weitere Angaben. Hier geht es jetzt um steuerfreie Anteile, für die das Teileinkünfteverfahren gilt. Das heißt, wenn ihr Beteiligung im Betriebsvermögen habt, hinterfragt ihr euch das bitte als erstes. Wenn ihr das aber habt, gilt für diese Beteiligung ein Teileinkünfteverfahren. Ich werfe hier so viele Begriffe rein, die ich eigentlich theoretisch riesengroß, umfangreich erklären müsste. Kann ich nicht machen. Und dann habt ihr das hoffentlich gehört, dass für euch mal das Teileinkünfteverfahren gilt. Dann schreibst du hier bitte den in diesen Zeilen nicht enthaltenen steuerfreien Anteil dieses Einkommens rein. Wenn ihr noch nie gehört habt, was das Teileinkünfteverfahren ist und was um Himmels Willen ich da gerade rede, dann ist das ein Indikator dafür, dass dieses Feld 31 für euch nicht relevant ist. So, hier unten, wir haben hier bla bla bla. Es ist jetzt wirklich relativ viel Ausnahme, Ausnahme, Ausnahme. Das Einzige, was vielleicht hier noch interessant, Begünstigung nach § 34a Einkommensteuergesetz, das ist eine Thesaurierungsvergünstigung. Das ist nirgendwo erklärt. Normalerweise hat man hier ja überall immer so, aber hat man hier nicht. Früher war irgendwie gefühlt, hatte man hier überall so ein Fragezeichen und dann hatte ich einen wenig unverständlichen, aber man hatte hier irgendeinen Hilfetext. Jetzt hat man gar nichts mehr. Helfen wir uns selber. Wir googeln einfach mal 34a Einkommensteuergesetz und sehen, das ist eine Thesaurierungsbegünstigung oder auf Deutsch eine Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne. Das ist für diejenigen von euch relevant, also für nicht so besonders viele, die eine Personengesellschaft haben. Ihr habt in einer Personengesellschaft, habt ihr eine Möglichkeit, Steuern zu sparen, wenn ihr Gelder im Unternehmen behaltet und nicht ausschüttet oder anders gesagt thesauriert, dann gibt es nämlich 34a Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne, also Thesaurierungsgewinne. Das gebt ihr hier an, wenn das relevant ist. Wichtig, ihr gebt das hier nicht grundsätzlich an, was ihr da entnommen habt und was nicht, sondern hier schreibt ihr einfach nur rein, das willst du haben, zum Beispiel eine Anlage 34a und dann musst du halt noch zusätzlich zu deiner Einkommensteuererklärung eine Anlage 34a ausfüllen. Hier ist nur der Hinweis darauf, dass es die Anlage gibt. Nächste Seite. Zusätzliche Angaben bei Steuermäßigung nach § 35 Einkommensteuergesetz. Das ist wahrscheinlich für Gewerbetreibende einer der wichtigsten Bereiche überhaupt. Und zwar ist es ja so, haben wir schon erwähnt, Freiberufler machen
eine Einkommensteuererklärung und eine Umsatzsteuererklärung. Gewerbetreibende machen eine Einkommensteuererklärung, eine Umsatzsteuererklärung und eine Gewerbesteuererklärung. Da denkt man ja als erstes, das ist irgendwie ungerecht. Wieso muss man als Gewerbetreibender eigentlich eine gesamte Steuerart mehr bezahlen? Das ist ja wirklich ungerecht. Und man würde sagen, ja, das stimmt, wenn es die Steuerermäßigung nach § 35 nicht geben würde. Und wir helfen uns auch hier einmal selbst. 35 Einkommensteuergesetz steht, die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich um das Vierfache des jeweils für den Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen Gewerbesteuermessbetrag. Auf Deutsch, ihr könnt die Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung anrechnen. Das heißt, bis zum Vierfachen, das steht hier ja, Vierfache, das heißt, des Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags könnt ihr anrechnen in der Einkommensteuererklärung. Vierfache heißt 400% Gewerbesteuerhebesatz. Wenn ihr zum Beispiel Berlin Gewerbesteuerhebesatz sagt, dann seht ihr hier 410% und ihr könnt bis zum Vierfachen des Gewerbesteuerhebesatzes, also 400% in der Einkommensteuererklärung anrechnen. Das heißt, faktisch zahlt ein Gewerbetreibender in Berlin zwar ein bisschen mehr Steuern, aber nur 10% vom Gewerbesteuerhebesatz. Das ist wirklich sehr wenig. Wenn ich hier andere Städte eingebe, zum Beispiel Leverkusen, dann habe ich nur 250%. Das heißt, in Leverkusen zahlen Gewerbetreibende keinen Cent mehr Steuern als Freiberufler, weil sie einfach die gesamte gezahlte Gewerbesteuer in ihre Einkommensteuererklärung anrechnen können. Und das Ganze erfasst ihr hier. Und deswegen ist hier die Anlage G wichtig. Also weitere Daten hinzufügen. Hier schreibt ihr jeweils Angaben zur Gewerbesteuer, zum Gewerbesteuermessbetrag einzelner Betriebe. Für 2023 festgesetzter Gewerbesteuermessbetrag, das heißt, den habt ihr aus eurer Gewerbesteuererklärung idealerweise einmal berechnet. Wenn ihr das nicht habt, rein praktisch, könnt ihr das auch leer lassen. Das macht das Finanzamt meistens von Amts wegen. Wichtig ist, wenn ihr das einfach leer lasst, weil ihr sagt, ich bin faul, habt es unbedingt noch im Kopf, dass ihr das überprüft, ob das im Steuerbescheid trotzdem berücksichtigt worden ist. Aber genau, ihr könnt hier Gewerbeertrag reinschreiben, den Freibetrag 24.500 Euro, dann habt ihr den Gewerbesteuermessbetrag, dann habt ihr den Hebesatz und so weiter. Das ist der Anlage G wichtig, Veräußerungsgewinn. Das heißt, es ist, glaube ich, wenn ihr euren Betrieb veräußert oder aber, wenn ihr mit eurer Selbstständigkeit aufhört, gibt es einen, wie heißt das, nicht Veräußerungs, ein... Wie heißt das? Veräußerungsaufgabegewinn. Veräußerungsgewinn, hier steht vielleicht auch irgendwo Aufgabegewinn. Das heißt, das müsst ihr das auch eintragen. Ihr könnt auf YouTube ein Video finden, der heißt Selbstständigkeit abmelden oder irgendwie sowas. Wenn ihr irgendwann aufhört mit eurer Selbstständigkeit, dann ist das nicht ganz so einfach, weil ihr unter Umständen Anlagevermögen habt, das ihr ins Privatvermögen überführt. Und das führt unter Umständen dazu, dass ihr einen Aufgabegewinn aus eurer Selbstständigkeit habt, die ihr versteuern müsst, weil ihr ja Betriebsvermögen jetzt quasi aus eurem Betriebsvermögen entnehmt und privat weiter benutzt. Und dann entsteht ein Veräußerungsgewinn, obwohl ihr euer Betrieb gar nicht veräußert habt. Und dann müsst ihr das Ganze hier eintragen. So, damit kommen wir zum nächsten Bereich, und zwar Sonstiges. Hier werden noch wilde Sachen gefragt. Einkommen der Organgesellschaften, Anteile an Kapitalgesellschaften, gewerbliche Tierzucht und Haltung, gewerbliche Termingeschäfte, Verluste an Beteiligung, REIT. REIT steht für Immobilienaktiengesellschaft Real Estate Investment Trust. Steht hier noch nicht mal. Wusste ich so. Genau, und so weiter. Super, super spezifische Ausnahmefälle. Wenn ihr Fragen habt zum Real Estate Investment Trust, fragt jemanden, der das jemals in seinem Leben ausgefüllt hat. Ich habe es noch nie ausgefüllt. Deswegen lassen wir das einfach leer an der Stelle. Und ihr wahrscheinlich auch. Für diejenigen, die eine gewerbliche Tierzucht machen, die können sich gerne melden. Dazu nehme ich vielleicht ein Video auf und zeig eure Tiere oder so. Ich weiß es auch noch nicht. Das heißt, damit sind wir mit der Anlage G am Ende. Gucken wir uns die Anlage S an. Und zwar, Anlage S sieht erstmal genauso aus. Wichtig, Anlage S steht für Freiberuflichkeit. Freiberuflichkeit ist noch übersichtlicher. Und zwar geht ihr hier rein. Und zwar sagt ihr Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit. Das würdet ihr entsprechend genauso übernehmen. Gesonderte Feststellung, komplett analog zur Anlage G. Das heißt, wenn ihr eure Freiberuflichkeit woanders gemeldet habt, Gewinn aus Beteiligung,
sieht tatsächlich anders aus als in der Anlage G, ist aber genau das Gleiche. Wenn ihr euch an einer freiberuflichen GbR beispielsweise beteiligt habt, wenn ihr zum Beispiel eine Architekten-GbR habt oder einen Steuerberater-GbR und so weiter, schreibst du hier die Gesellschaft rein, Finanzamt, Land, Steuernummer und so weiter und hier den auf dich entfallenden Gewinnbeitrag oder auch Verlust. Verlust einfach immer mit einem Minus davor. Gewinn aus weiteren Beteiligungen, 15b, sonstige Aufsichtsratsmitgliedschaften. Ah, bei Freiberuflichkeit gibt es noch so sonstige Einkünfte, die auch freiberuflich gelten, wie zum Beispiel die Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder. Das dürfte auf die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht zutreffen. Aber ihr würdet es wissen. Wir kommen gleich noch zum Bereich, der eher mal bei euch vorkommen könnte. Gewinn aus weiteren freiberuflichen Tätigkeiten. Hier wieder mit Teileinkünfteverfahren, das heißt Beteiligung im Betriebsvermögen und so weiter. Wagniskapitalgesellschaft nach, wenn ihr das habt. 34a, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Thesaurierungsvergünstigung. Gehen wir auf nächste Seite. Veräußerungsgewinn. Sieht exakt genauso aus wie Anlage G. Das heißt, für diejenigen, die davor nicht zugehört haben, weil sie gesagt haben, ich bin ja freiberuflich, heißt es jetzt, einmal zurückscrollen bitte. Alles, was ich da jetzt erzählt habe, gilt hier auch. Und dann kommen wir zu Sonstiges. Und Sonstiges ist tatsächlich ein wenig anders. Und zwar Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit. Ich habe ja gesagt, das Finanzamt interessiert sich gar nicht, ob hauptberuflich oder nebenberuflich. Aber bei nebenberuflicher, freiberuflicher Tätigkeit gibt es die Möglichkeit, wo man Dinge findet, die nennen sich Übungsleiterpauschale. Die Übungsleiterpauschale stellt Einnahmen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro im Jahr aus bestimmten begünstigten nebenberuflichen Tätigkeiten steuerfrei. Sie erfasst somit nicht nur Aufwandsentschädigung, sondern alle Einnahmen wie Zahlung für Verdienstausfall, bla bla bla. Aber genau, hier Übungsleiterpauschale, guckt euch das gerne an, Finanztipp Übungsleiterpauschale. Und die müsst ihr auch irgendwo eingeben, obwohl sie steuerfrei sind, schreibt ihr hier rein. Das heißt, hier schreibt ihr das rein, was steuerfrei ist. Und das gilt nur bis zu einer gewissen Grenze, steht hier auch bis zu 3.000 Euro. Wenn ihr zum Beispiel 5.000 Euro bekommen habt, dann schreibt ihr hier halt 5.000 rein, davon steuerfrei 3.000 und den Rest müsst ihr dann wieder hier vorne reinschreiben. Also da, weil halt 3.000 nur steuerfrei sind. Das ist die Besonderheit bei der Anlage S, dass ihr hier quasi den ganzen Kram eintragt. Damit sind wir durch mit der Anlage G und S, also den Anlagen für die Einkommensteuererklärung. Das heißt, wir haben jetzt bis hierhin gemacht die Anlage EÜR, die Anlage AVER, die Anlage S und die Anlage G. Wir wollen heute aber trotzdem, ich möchte noch in die beiden betrieblichen Steuererklärungsarten einmal ganz kurz reinschauen zumindest. Und zwar einmal, das ist das, was wir alle ja machen müssen, egal ob Kleinunternehmen oder nicht, ist die Umsatzsteuererklärung. Die sieht erstmal genauso aus. Umsatzsteuererklärung, ihr fehlt das Jahr aus, ihr geht hier rein, wir machen wieder ohne Datenübernahme und wir nehmen auch nur den Hauptvordruck. Das ist das Standardding, was ihr alle ausfüllt. Ihr seht, es ist deutlich umfangreicher. Deswegen an der Stelle, diejenigen, die das wirklich Schritt für Schritt gemeinsam, also jetzt Feld für Feld nachvollziehen wollen, den empfehle ich auch wirklich auf diesem YouTube-Kanal. Guckt einfach die letzten Videos an. Also erstens abonniert den Kanal. Ich aktualisiere immer alle Videos. Das ist gerade auch echt. Ich würde mal sagen, der Gesetzgeber, der meint es gut oder schlecht mit mir, je nachdem, wie man sieht. für nächstes Jahr gibt es einige Änderungen steuerlich gesehen. Aber jetzt hier zum Beispiel Umsatzsteuererklärung. Wenn ihr das in Ruhe anschauen wollt, ohne dass ich hin und her springe und so weiter, guckt euch dieses Video an. Da bin ich das Stück für Stück durchgegangen. Ich möchte euch hier jetzt einfach nur mal zeigen, wie kommt ihr eigentlich denn vom Prinzip dahin? Es ist immer noch gleich, komplett gleich aufgebaut. Ihr habt 13 unterschiedliche Bereiche. Ihr macht erstmal allgemeine Angaben zu euch. Was ist die Straße? Wo ist der Sitz eures Unternehmens? Die Steuernummer und so weiter. Wichtig, immer wenn ihr müsst bestimmte Dinge, füllt sie nicht aus. Wenn ihr bestimmte Dinge nicht teilen wollt mit dem Finanzamt, füllt sie einfach nicht aus. Elster Online beschwert sich dann schon, wenn sie unbedingt was haben wollen. Was wichtig ist, ihr geht jetzt einmal, woher kriegt ihr die Zahlen? Weil das ist ja am Ende entscheidend. Das ist ja jetzt jedes einzelne Feld erklären, ist ja nett, um es mal so zu sagen, aber entscheidend ist ja so ein kleines bisschen, woher kriege ich die Zahlen. Und ganz, ganz wichtig, das ist ein eindringlicher Kommentar, den ich gefühlt alle zwei Tage bekomme. Mach bitte ein Tutorial für die Umsatzsteuererklärung für Kleinunternehmen. Leute, erster Bereich, allgemeine Angaben. Wie heißt du, wo wohnst du? Kriegt ihr hin. Zweiter Bereich, es soll jetzt nicht negativ klingen. Bei der Anfertigung der Steuererklärung einschließlich der Anlagen hat mitgewirkt. Schreibt ihr euren Steuerberater rein, den ihr wahrscheinlich nicht habt, wenn ihr als Kleinunternehmer das Ganze selber macht. Dritter Bereich, Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmen. Da schreibt ihr rein euren gesamten Umsatz aus dem Jahr
vor dem Jahr, für den ihr, das ihr gerade die Steuererklärung macht, also Kalenderjahr 2022 und für das Jahr, für das ihr gerade die Steuererklärung macht. Aktuell könnt ihr die Kleinunternehmerregel in Anspruch nehmen, wenn ihr im Vorjahr unter 22.000 Euro wart. Das heißt, hier sollte idealerweise sowas stehen wie 21.000. Und hier steht dann irgendwas, was ihr letztes Jahr halt als Kleinunternehmen Umsatz gemacht habt. Zum Beispiel 45.000. Nächste Seite, fertig. Damit seid ihr quasi fertig. Es gibt noch eine Besonderheit. Und zwar, wenn ihr Kunde wart bei einem Unternehmen aus dem EU-Ausland, also Reverse Charge Umsatz, nicht Umsatz gemacht habt, sondern eine Reverse Charge Leistung in Anspruch genommen habt als Kunde. Da könnt ihr bitte auch einmal auf YouTube schauen. Kleinunternehmerregelung Reverse Charge. Weil das führt dazu, dass ihr tatsächlich trotzdem umsatzsteuerpflichtig seid. Also ihr müsst trotzdem als Kleinunternehmer eine Umsatzsteuer abführen. Schaut euch dieses Video an. Das ist böse und gefährlich. Wenn ihr Reverse Charge habt, dann müsst ihr tatsächlich hier noch Leistungsempfänger als Steuerschuldner eingeben. Leistungsempfänger. Genau, dann müsst ihr im neunten Bereich noch was ausfüllen. Das ist diese 13b, also die Reverse Charge, Umkehr der Steuerschuldnerschaft oder Leistungsempfänger als Steuerschuldner. Alles das Gleiche. Was ihr faktisch tut, wenn ihr zum Beispiel ein Buchhaltungsprogramm seid, dann geht ihr bei Elster rein, und zwar bei Umsatzsteuerzahllast. Ihr geht auf das Jahr 2023 und ihr habt ja im letzten Jahr schon Umsatzsteuervoranmeldung gemacht, in den meisten Fällen zumindest. Quartalsweise oder monatlich, das ist abhängig davon, wie viel Umsatzsteuer ihr im Vorjahr gemacht habt quasi. Und dann habt ihr hier immer schön fleißig Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. Und damit habt ihr ja quasi schon Protokolle. Das heißt, wenn ihr bei Protokolle reingeht, dann habt ihr 4 oder 12 Protokolle für eure Umsatzsteuervoranmeldung. Was ihr jetzt faktisch macht, ihr übermittelt einfach nur nochmal die Jahreszahlen. Und wenn ihr das gewissenhaft gemacht habt, beispielsweise 4 Quartalsmeldungen gemacht habt und sich seitdem auch nichts verändert hat bei euch in der Buchhaltung, dann müsst ihr ja nichts bezahlen, weil ihr habt ja alle Umsätze und alle Vorsteuerbeträge schon einmal ans Finanzamt gemeldet. Punkt. That's it. Was ihr, also ihr müsst, wenn ihr sauber gearbeitet habt, müsst ihr aus der Umsatzsteuererklärung keinerlei Zahlung erwarten, weil ihr ja alle Umsätze schon gemeldet habt. Was ihr rein praktisch macht, und ihr müsst ihr ja trotzdem noch einmal machen, ihr geht hier auf das Jahr, ihr klickt auf ganzes Jahr und dann klappt ihr das Ganze aus und dann steht hier zum Beispiel Steuersätze, Umsätze zum Steuersatz von 19% für das gesamte Jahr 2023. Hier steht dummerweise, das ärgert mich tatsächlich ein bisschen, deswegen liebe LexOffice Produktteam, ich kenne euch auch persönlich, eigentlich könnt ihr euch das auch einfach mal persönlich erzählen. Hier stehen bei der EUR gibt es leider keinen schönen, da steht keine Elsterfelder. Warum stehen da keine Elsterfelder? Das ist doof. Vielleicht habt ihr ein anderes Buchhaltungsprogramm, vielleicht stehen da für euch die Elsterfelder. Das ist halt irgendwie blöd. Ist aber ehrlicherweise auch nicht so das Riesendrama, weil ihr geht jetzt einfach rein, und zwar macht das folgendermaßen, ihr macht das eine Mal Elster auf und ihr macht auf der anderen Seite eure Jahreswerte für die Umsatzsteuer auf und dann geht ihr hier einfach rein steuerpflichtige Lieferung und dann steht da sowas wie Lieferung und sonstige Leistung zu 19% und dann steht hier sowas wie Umsätze zum Steuersatz von 19%. Ja, es ist ärgerlich, weil das nicht exakt das gleiche ist, aber diese Transferleistung traue ich euch zu und dann nehmt ihr hier diesen Wert 27.500 und tragt hier 27.500 Euro ein. Dann seht ihr Umsätze zum Steuersatz von 7%. Übrigens, wisst ihr, was 7% Umsatzsteuer hat? Mein Buch beispielsweise oder alle anderen Bücher auch. Aber wenn ihr mein Buch kauft, dann zahlt ihr darauf 7% Umsatzsteuer und könnt euch diese 7% Umsatzsteuer in eurer Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich wiederholen. Wahnsinn, oder? Ihr könnt also Betriebsausgabe erfassen. Nee, darum soll es auch gar nicht gehen. 7%. Hier, Lieferung und sonstige Leistung zu 7%. Da sind 6.400. Daran sieht man übrigens, dass das eine Fake-Buchhaltung ist, weil letztes Jahr gab es mein Buch noch gar nicht. Ich wollte aber trotzdem irgendwas zu 7% da reinschreiben. Und wir sehen hier, ihr schreibt einfach die Eurobeträge rein und hier wird die Steuer dann automatisch berechnet. Das heißt aber, ihr macht das bitte einfach auf. Achtet darauf, dass die Jahreswerte sind.
und geht dann einfach durch die Felder durch. Da stehen jetzt die Zahlen, die Nummern nicht. Es wäre schön, wenn LexOffice das irgendwann mal macht. Vielleicht macht das auch Seth das als erstes, vielleicht auch irgendjemand anderes. Aber nichts anderes macht ihr. Und dann geht ihr einfach mal die ganzen Felder durch, quasi bis hier. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind alles Dinge, wo ihr quasi Umsatzsteuer zahlen müsst. Dann habt ihr hier noch so ein paar ergänzende Angaben. Wichtig ist jetzt vor allen Dingen hier bei 11. Da geht es nämlich einfach um die Vorsteuerabzugsbeträge, also die, alles, was ihr quasi gegenrechnen könnt. Und da geht ihr hier unten rein, abziehbare Vorsteuer, 3.600. Und dann geht ihr hier rein und schreibt da den Wert rein. Und das ist wiederum ganz gut aufgebaut, weil es ist ein bisschen verwirrend. Bis hierhin musstet ihr immer die Umsätze reinschreiben. Das heißt, die Nettobeträge eintragen. Bei den Vorsteuerbeträgen switcht das vollkommen und da schreibt ihr die Steuerbeträge rein. Das ist ein bisschen verwirrend, jedes Mal, wenn man die Umsatzsteuer macht. Das heißt aber, das ist hier schon auf dieser Auswertung zum Beispiel schon richtig dargestellt. Ich würde mir halt nur noch die Elster-Feldnummer wünschen. Aber das ist machbar. Und dann macht ihr das und dann habt ihr die gesamte Summe der Vorsteuerbeträge. Dann habt ihr noch ja, so ein paar wilde Berichtigungen, hier auch wieder Grundstücke und so weiter, bitte nicht im Betriebsvermögen. Und dann macht ihr hier noch eine ganze Reihe an Berechnungen. Also hier, das wird automatisch hier sieht man, kann man die ganzen Felder nicht ausfüllen. Was man ausfüllen kann, ist zum Beispiel Umsatzsteuer, die ihr falsch ausgestellt habt, müsst ihr trotzdem abführen. Also wenn ihr als Kleinunternehmer beispielsweise eine Rechnung gestellt habt und Umsatzsteuer ausgewiesen habt, müsst ihr trotzdem diese Umsatzsteuer abführen. Oder wenn ihr privat mal eine Rechnung geschrieben habt und Umsatzsteuer ausgeführt habt, müsst ihr tatsächlich trotzdem abführen. Aber vor allen Dingen wird das hier berechnet, manuelle Eingabe, das ist Vorauszahlung soll 2023. Was habt ihr eigentlich tatsächlich gezahlt? Weil jetzt hier steht zum Beispiel, ihr habt jetzt 5.675,24 Euro müsst ihr zahlen, aber ihr habt ja schon, wenn ihr quartalsweise Meldungen gemacht habt, habt ihr jetzt ja schon viermal Umsatzsteuervoranmeldungen gemacht und viermal Umsatzsteuer gezahlt. Das heißt, wenn alles richtig gemacht wurde und nachträglich keine Änderungen waren, dann habt ihr genau diesen Betrag auch schon als Finanzamt abgeführt. Guckt ihr auf euren Kontoauszug, was habt ihr eigentlich gezahlt und dann steht da ziemlich sicher genau das und dann kommt hier unten 0 raus und das war's dann und dann klickt ihr auf Prüfen, dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken, jetzt kriege ich wahrscheinlich zig Fehlermeldungen, genau, und dann könnt ihr es direkt versenden. Wichtig, bei der Umsatzsteuer wartet ihr bitte nicht auf euren Umsatzsteuerbescheid, sondern ihr müsst den Betrag, der hier unten angezeigt worden ist, den müsst ihr einfach zahlen, innerhalb von 4 Wochen. Das heißt, das Finanzamt, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, weil ihr noch einen Beleg gefunden habt, den ihr absetzen könnt und unterjährig 6.000, dann kriegt ihr eine Erstattung, dann müsst ihr nichts machen, dann kriegt ihr die Kohle einfach überwiesen. Aber wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr unterjährig 5.000 gezahlt habt und jetzt eine Nachzahlung habt von 675,24 Euro, dann müsst ihr das überweisen. Ihr kriegt nicht einen Steuerbescheid und darauf müsst ihr bezahlen, sondern bei der Umsatzsteuer ist es immer so, dass es ist eine Anmeldung, das ist keine Erklärung in dem Sinne. Und deswegen müsst ihr das abschicken und quasi innerhalb von 4 Wochen auf das Konto des Finanzamtes bezahlen. Das war's mit der Umsatzsteuer. Bisschen schneller durchgerusht, aber das war's vom Prinzip. Ist auch nicht schwer, wenn man halt so seine Buchhaltung schon gemacht hat. Und hier kommen jetzt wahrscheinlich auch, dann merken die Leute, die kein Buchhaltungsprogramm haben, mit Umsatzsteuer wird schwierig ohne Buchhaltungsprogramm. Deswegen ist es für Kleinunternehmer machbar, weil Kleinunternehmer müssen halt nur die Jahresumsätze hier reinschreiben und dann eigentlich die Angaben über sich selbst so. Das kann man schon noch machen und am nächsten Jahr muss man auch ja keine Umsatzsteuererklärung mehr machen. Aber wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, holt euch ein Buchhaltungsprogramm. Wirklich. Jetzt, was jetzt noch fehlt, ist die Gewerbesteuer für alle Gewerbetreibenden. Gucken wir auch genauso schnell einfach nochmal rein. Wir gehen in die Gewerbesteuer, sieht genauso aus wie vorher. Die Freiberufler sind heute quasi eigentlich auch schon durch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seht die Gewerbesteuer-Katastrophe. Wirklich. Gewerbesteuer ist geprägt von Ausnahmefällen und Ausnahme von einer Ausnahme und Ausnahme von einer Ausnahme. Gewerbesteuer ist schrecklich. Gar nicht so sehr, weil das irgendwie steuerlich irgendwie belastet, sondern das ist belastend, wie viele Sonder-, Einzel- und was auch immer Fälle gibt. Ist leider so. Was man hier nicht vergessen sollte, das ist halt wirklich eine Steuererklärung, die muss jeder machen, also auch so Großkonzerne und so. Und deswegen gibt es so unfassbar viele Angaben, die für euch alle nicht relevant sind. Meistens gibt man so 10-20% der Felder überhaupt irgendwas an. Und deswegen möchte ich hier einmal ganz kurz rübergehen, um euch mal zu zeigen, wo sind eigentlich die wichtigen Informationen, die ihr angeben müsst. Es sieht erstmal alles gleich aus, Betriebssteuernummer und so weiter. Und jetzt gehen wir hier einfach mal direkt rein. Wir springen jetzt hier direkt rein. Und zwar, wie heißt eure Firma?
Was macht ihr? Das ist das, was ihr in der Gewerbeanmeldung reingeschrieben habt. Rechtsform, ihr seid Einzelunternehmen, zack, schon könnt ihr den ganzen Rest vergessen, außer ihr habt irgendwie umgewandelt und solche Sachen. Dann ergänzende Angaben zur Steuererklärung. Könnt ihr, wenn ihr bestimmten Rechtsauffassungen folgt, hier irgendwas dem Finanzamt noch erläutern? Macht man nicht, wenn man keinen Steuerberater hat. Grenzüberschreitende Steuergestaltung wird von euch keiner machen. Angaben zum Gewerbebetrieb, da geht es dann wirklich, wie viele Betriebsstätten und so weiter. Wenn ihr das alles nicht habt, dann klickt ihr einfach überall einfach auf Nein, weil ihr habt meistens nicht mehrere Niederlassungen. Denn die Steuernummer der Gemeinde könnt ihr googeln. Betriebseröffnung, also für Gründer oder für diejenigen, die das letzte Mal eine Steuererklärung machen. Organschaft gibt es auch mit mehreren Unternehmen, die miteinander verknüpft sind. Habt ihr in der Regel auch nicht. Wichtig ist dann, also hier Rechtsform und dann Gewinn aus Gewerbebetrieb. So, Gewinn aus Gewerbebetrieb, Voraufwendung und so weiter. Das heißt, hier schreibt ihr dann das Ergebnis aus eurer Buchhaltung rein. Also das Ergebnis der Einnahmenüberschussrechnung. Das schreibt ihr da rein. Und ihr seht, hier ist auch wieder so unglaublich viele Ausnahmen. Hier nur bei Personengesellschaften, auch bei Personengesellschaften. Wenn ihr für bestimmte Leistungen von Gewerbesteuer befreit seid, würdet ihr wissen, wenn das so wäre und so weiter. Was wichtig vielleicht nochmal ist, es gibt auch Hinzurechnungen und Kürzungen. Hinzurechnungen sind Finanzierungskosten. Das heißt, Entgelte für Schulden, Renten, dauernde Lasten, Gewinnanteile. Das heißt, wenn ihr etwas gemietet habt, geleast habt, finanziert habt und so weiter, müsst ihr das quasi eurem Gewinn hinzurechnen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Beispiel bleibe, dann hatte ich ja, was hatte ich da an Gewinn? Ich hatte einen Gewinn im Jahr 2023 von 34.000 Euro. Wenn ich in diesen 34.000 Euro jetzt 3.000 Euro Finanzierungskosten hatte, muss ich die tatsächlich draufrechnen, weil ich die für die Gewerbesteuer nicht abziehen kann. Aber in der laufenden Buchhaltung habe ich ja zum Beispiel Zinsaufwendungen abgezogen, zum Beispiel Leasingkosten. Hier Miet- und Pachtzinsen einschließlich Leasingraten für Benutzung fremder, beweglicher Betriebsanlagegüter. Oder hier Mietpachtzinsen einschließlich Leasingrate für Elektrofahrzeuge. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Tesla geleast habe, dann habe ich ja monatlich Leasingraten bezahlt und habe die natürlich in der Buchhaltung berücksichtigt. Die kann ich aber in der Gewerbesteuer nicht abziehen. Das heißt, deswegen muss ich es jetzt auf meinen Gewinn wieder draufrechnen und damit quasi die Betriebsausgabe rückgängig machen. Muss ich hier alles eintragen? Also hier Entgelte für Schulden, Zinsen, Bearbeitungsgebühren, Rentendauern, Gewinnanteile und so weiter. Das heißt, hier muss ich lauter Finanzierungskosten eintragen. Wichtig, das kommt nur zum Tragen für die Steuerberechnung, wenn das über 200.000 Euro liegt. Und keiner von euch, und wenn doch, bitte gerne in den Chat schreiben, wenn irgendeiner von euch über 200.000 Euro Finanzierungskosten hat, dann ist das steuerlich wirksam für die Gewerbesteuer, für alle anderen nicht. Schreibt es ja trotzdem rein, das heißt, ihr geht in die jeweiligen Felder, wenn ihr hier irgendwo Zinsen, Gebühren, gut, jetzt ist das eine Kontoführungsgebühr dann nicht, aber wenn ihr dann zum Beispiel Zinszahlungen habt und so weiter, dann holt ihr euch die aus der Position das jeweils raus und schreibt das jetzt hier zum Beispiel Entgelte für Schulden, würde ich zum Beispiel Zinsen reinschreiben. Ist in meinem Fall nicht mal der Fall gewesen, sondern sind Kontoführungsgebühren, das heißt, ich habe gar keine Zinsen gehabt oder halt Leasingraten und so weiter. Genau, das könnt ihr eigentlich fast komplett vergessen. Das gilt, ist nur für euch relevant, wenn ihr ein abweichendes Wirtschaftsjahr habt, also wenn das Kalenderjahr nicht das Wirtschaftsjahr ist, dann schreibt ihr das rein. Jetzt gibt es noch irgendwie Beteiligungen an Personengesellschaften. Wenn ihr die im Betriebsvermögen haltet, dann könnt ihr da quasi, wenn ihr den Verlust hattet, dann müsst ihr das wieder draufrechnen. Auf der Gegenseite gibt es dann auch die Kürzungen. Da könntet ihr dann, wenn ihr Gewinnausschüttungen habt, das wieder runterrechnen. Genau, diese Felder, also die Hinzurechnungen und die Kürzungen, die sind wichtig. Auch Grundbesitz habt ihr in der Regel nicht. Aber hier zum Beispiel, wenn ihr im Betriebsvermögen Anteile an Personengesellschaften haltet, dann habt ihr quasi auf der Beteiligungsebene schon Gewerbesteuer gezahlt und damit das nicht bei euch im Unternehmen nochmal mit Gewerbesteuer belastet wird, deswegen könnt ihr das hier quasi kürzen, quasi aus dem Gewinn berechnen. Einfaches Beispiel, wenn ihr 10.000 Euro Gewinn macht und nochmal 10.000 Euro Gewinnausschüttung aus einer Personengesellschaft habt, die ja aber schon mit Gewerbesteuer belastet wurde, dann könntet ihr hier jetzt die 10.000 Euro Gewinn einfach rausrechnen und müsstet dann halt nur noch die 10.000 Euro mit Gewerbesteuer belasten. So, genau, hier nochmal Spenden, das gilt aber auch nur für Kapitalgesellschaften, weil wenn ihr spendet, dann könnt ihr das in den Sonderausgaben in eurer Einkommensteuererklärung besser absetzen als hier. Deswegen hier Spenden und Mitgliedsbeiträge braucht ihr hier nicht eintragen, sondern tragt ihr dann in eurer Einkommensteuererklärung ein. So, und danach wird es tatsächlich nur noch ekelhaft. Gewerbeertrag in besonderen Fällen, Organschaften, Veräußerung und Bewertung von Finanzinstrumenten oder Anteilen einer Körperschaft nach § 2, Verlustfeststellung, Sanierungserträge
und so weiter. Das heißt, das Letzte, was man hier noch vernünftig vielleicht mal als Normalsterblicher ausfüllt, ist vielleicht das Allerletzte, und zwar Bereich 21, und zwar hier wieder den Steuerberater eintragen. Aber da ich davon ausgehe, dass ihr kein Steuerberater seid und es selber macht, braucht ihr das auch nicht. Das heißt, man kann zusammengefasst sagen, für die Gewerbesteuer ist relevant allgemeine Angaben, die Rechtsform, Tätigkeit, die Angaben zum Gewerbebetrieb, den Gewinn aus Gewerbebetrieb, die Hinzurechnung und die Kürzung. Das ist das, was ihr ausfüllt. 98-99% von euch ignorieren einfach den ganzen anderen Rest. Und deswegen, es ist wahnsinnig erschlagen, weil es zu viel ist, weil es zu kompliziert ist, weil es nicht verständlich ist, weil es einfach nicht nutzerfreundlich ist, weil man ständig lauter Fehlermeldungen bekommt. Aber eigentlich ist das gar nicht so schwer. Wichtiger ist tatsächlich fast die Anlage G in der Einkommensteuererklärung, weil man da quasi die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angibt. So, das war jetzt natürlich sehr, sehr zügig, aber damit haben wir es eigentlich durch. Wir haben die Anlage EÜR, die Anlage AVEÜR, die Umsatzsteuererklärung, die Gewerbesteuererklärung, die Anlage S, die Anlage G, alle gemacht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann, ihr findet, also guckt auf den Kanal, schaut wirklich sehr, sehr gerne mal auf den Kanal, die neuesten Videos. Ihr habt zu all den einzelnen Anlagen, gibt es einzelne Videos. Sucht gerne Steuerfit und die jeweilige Anlage. Schreibt da in die Kommentare. Ich werde diese Woche mir jeden Tag 2 Stunden Zeit nehmen, Fragen darunter beantworten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, macht das in den Kommentarbereich. Oder kommt am Sonntag. Am Sonntag sind wir um 15 Uhr nochmal da und am Sonntag machen wir wirklich noch einmal komplett alles. Was haben wir jetzt 2,5 Stunden heute gemacht? Am Sonntag habe ich wirklich XXXL, weil am Sonntag sollten alle von euch am Abend alles fertig haben. Das heißt, wenn ihr dann nochmal Fragen habt, dann habe ich nochmal deutlich mehr Zeit, auch die Fragen zu beantworten. Und vor allen Dingen, wenn ihr heute schon merkt, das und das Thema, das ist tricky gewesen, dann seid einfach am Sonntag mit dabei und dann machen wir das Thema dann nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich würde mich tatsächlich verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn noch irgendwo Fragen sind, stellt es gerne in den Kommentarbereich von dem entsprechenden Video. Ihr findet auf diesem Kanal so viele Tutorials. Deswegen, es lohnt sich zu abonnieren. Liebe Grüße, schönen Abend euch. Wir sehen uns vielleicht am Sonntag wieder. Und dann bis dahin. Ciao, ciao.